Ich lese Medikamente im Test der Stiftung Warentest und ich bin angekommen im Kapitel Haut, Haare bei bakterieller Hautinfektionen. Das ist auf der Seite 30. Bakterielle Hautinfektionen. Wenn Bakterien den normalerweise vorhandenen Schutzmantel der Haut durchbrechen oder sich in kleinen Hautverletzungen vermehren können, kommt es zu unterschiedlich ausgeprägten Entzündungsreaktionen, wie zum Beispiel Grindwundrose oder zu Furunkeln. Grund ist eine oberflächliche Hautinfektion und stellt die Haut. Grind ist eine oberflächliche Hautinfektion und stellt die häufigste bakterielle Hautinfektion bei Kindern dar. Bei Wundrose breitet sich die Infektion über die Lymphgefäße häufig in tiefere Hautschichten aus. Follikulitis und Furunkel entstehen an behaarten Körperstellen, vorzugsweise an Nacken, Achselhöhle, Gesäß. Es handelt sich dabei um Entzündungen des Haarbalgs oder des Haarfollikels. Warum behandeln? Betroffene Hautstellen im Gesicht, an Armen und Beinen können sie stark röten und schmerzen. Ist der gesamte Haarbalg von der Entzündung erfasst und auch die Talgdrüsen mit betroffen, handelt es sich um ein Furunkel, das sich oft als schmerzhaft stark gerötet und druckempfindliche Beule zeigt. Bei einer sogenannten Impetigo bilden sich kleinere oder größere flüssigkeitsgefüllte Bläschen um Mund und Nase. Diese Erkrankung kann sich auf Hände, Arme und Beine ausbreiten. Wann behandeln? Wenn die Haut nur oberflächlich und kleinflächig infiziert ist, genügt meist eine Behandlung mit Antibiotika, die auf die Haut gegeben werden. Manchmal können aber auch Antibiotika zum Einnehmen erforderlich sein, vor allem wenn größere Hautbereiche betroffen sind, die Infektion an verschiedenen Stellen auftritt oder tiefer liegende Hautareale erfasst sind, so wie bei einem Furunkel, wenn die eitrige Beule operativ geöffnet wird. Die Auswahl des Antibiotikums hängt ab von der Art des Erregers und davon, gegen welche Antibiotika bereits Resistenzen bestehen. Welche weitere Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Furunkel müssen meist operativ geöffnet werden, damit der Eiter abfließen kann. Dafür müssen sie aber reif sein, reif in Anführungsstrichen. Feuchtwärmeumschläge fördern diesen Prozess. Antibiotika verhindern bei dem Eingriff, dass sich die Bakterien aus den Infektionsherden im Körper ausbreiten. Wie lässt sich vorbeugen? Eine gute Körperpflege ist die beste Voraussetzung, um bakterielle Hautinfektionen zu vermeiden. Übertrieben häufig waschen oder duschen kann jedoch eher schaden. Ratsam sind milde Babyseife oder pH-neutrale Waschlotionen, so steht das da. Bei Kindern können sich die Bakterien oft auf aufgekratzter Haut vermehren. Deshalb ist bei ihnen besonders auf eine gute Hautpflege zu achten. Wenn Sie die infizierten Hautstellen berühren, müssen Sie anschließend gründlich die Hände waschen, um die Bakterien nicht an andere Körperstellen zu verschleppen. Kleidung und Waschlappen sowie Handtücher sollten Sie bei mindestens 60 Grad Celsius waschen, um eine weitere Ausbreitung der Erreger zu vermeiden. So, es geht dann weiter im Kapitel Haut-Haare, dem gelben Kapitel bakterielle Hautinfektionen mit die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Tschüss, bis später.